habe ich die Erinnerung an so viele Weihnachtsfeste. Es muss auch mal gut sein, wenn es nicht geht. Mein Name ist Dr. Erika Reinecke. Ich bin 89 Jahre alt und im vergangenen Jahr, im Juni, hier in Heim eingezogen. Vor allem mein einen Urenkel mal sehe, den habe ich noch gar nicht gesehen. Der ist jetzt ein halbes Jahr. Und ich erlebe ihn so in seinen Fortschritten immer auf dem Handyfoto. Ja. Na, der Weihnachtswunsch wäre schon der, dass man zu Weihnachten wenigstens noch mal mit Familie zusammen sein könnte. Mein Name ist Gerhard Hese. Ich bin seit dem 1. August in diesem Heim zugegen. Wir haben 4 Enkel und 7 Urenkel. Da, die kann man eben nur dann durch das Telefon mal hören. Nicht? Und ist natürlich traurig. Nicht? Die wohnen zum Teil hier in Berlin, zum Teil aber auch weiter weg. Nicht? Da bleibt dann immer so, dass man sich gegenseitig austauscht mit Bildern und nicht telefonisch. Aber es fehlt natürlich auch viel. Unter den Bedingungen, die jetzt herrschen, fühlt man sich auch nicht bevormundet, wenn einige Maßnahmen ergriffen werden müssen. Das ist ja Unfug, wenn man sich dagegen auflehnen würde. Das verstehe ich auch die draußen alle nicht, die dagegen rebellieren, obwohl sie ja keine Möglichkeiten haben, das zu ändern. Ich habe versucht, das Beste daraus zu machen und die Dinge, die eben nicht zu ändern waren, hinzunehmen. Weil ich möchte es noch erleben, dass das auch mal zu Ende geht. Dass das endlich mal wieder, dass man wieder ein bisschen freier ist. Dass die Kinder auch wieder so zu Besuch aufs Zimmer kommen können, wenn sie zu Besuch kommen. Und man nicht irgendwo sich setzen muss und kurze Zeit nur wieder. Und dann ist alles vorbei. Alles Gute weiterhin.